Für komplizierte Formeln ist hier kein Platz. Vielmehr lässt sich die naturwissenschaftliche Welt durch einfache Experimente erklären, mit verzerrten Spiegelbildern, schwingenden Pendeln oder künstlichen Tornados aus Wasserdampf. Diese und weitere Stationen gibt es im selbsternannten Mitmachmuseum Experimenta in Frankfurt zu erleben. Dabei ist für jeden einzelnen Besucher von klein bis groß etwas dabei. Wir haben ein Haus mit 4 Stockwerken und 120 Stationen. Das ist nur grob gezählt. Und diese Stationen, also Experimentierstationen, stammen aus allen Gebieten der Physik, der Technik, der Mathematik und der Informatik. Es ist so vielfältig, dass jeder, der hierher kommt, irgendeine Ecke oder irgendeine Station findet, wo er hängen bleibt. Diese sogenannten MINT-Fächer sollen Schülern, Lehrern und Eltern auf spielerische Art und Weise zugänglich gemacht werden. Dabei will das Wissenschaftscenter die Schwellenangst vor Wissenschaft und Technik nehmen und neue Zugänge zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Denken eröffnen. Stoßen die Besucher zum Beispiel eine Kugel an, löst sie einen Impuls auf die nächste Kugel aus und setzt so alle anderen in Bewegung. Ein Highlight im Science Center ist auch das Teufelsrad. Das Teufelsrad ist eine große, 3,50 Meter im Durchmesser umfassende Scheibe, die sich drehen kann. Da ist ein Motor drin und die ist niedrig gebaut, sodass man sich draufstellen kann oder dass man auch drauf sitzen kann. Das ist, man kann die Platte langsam drehen lassen, man kann sie sehr schnell drehen lassen und das ist entweder ein Spielzeug, das heißt, man setzt sich drauf und wird so lange rumgeführt, bis man rausfliegt durch die Fliehkraft. Oder aber man macht physikalische Versuche. Man kann da beispielsweise die Erddrehung simulieren. Man kann sogenannte Ablenkungskräfte auf dem Erdball, wie entstehen Passatwinde, ja, beispielsweise. Ja. So etwas kann man sozusagen anschaulich machen an diesem Teufelsrad. Die Besucher können auch weitere Experimente wie den Flaschenzug oder das sogenannte Nagelbett erforschen. Es sind unglaublich viele Stationen, die einfach faszinierend sind, wo man so viel noch lernen kann und plötzlich wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Phänomene plötzlich verständlich werden. Also ich muss sagen, das ist faszinierend. Also ich glaube, hier kann man in allen Altersstufen noch wahnsinnig viel lernen und mitnehmen. Das Mitmachmuseum Experimenta zählt laut eigenen Angaben zu den 7 meistbesuchten Frankfurter Museen. Auch Kindergeburtstage mit einem Feuertornado, Firmenevents und didaktische Seminare für Lehrkräfte werden hier angeboten.